Ja, danke, Frau Präsidentin. Frau Bundesminister, werte Damen und Herren, ja, es geht hier um die Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungskasse und der Kollege Muchitsch hat heute hier etwas gesagt, nämlich, dass die Arbeitslosigkeit auch in der Baubranche momentan sehr hoch ist und er rechnet auch im Sommer mit einer sehr hohen Arbeitslosigkeit in diesem Bereich. Jetzt habe ich unmittelbar vor dieser Debatte eine Sitzung gehabt mit der polnischen österreichischen Freundschaftsgruppe und es hat die polnische Botschafterin uns erzählt, dass in Wahrheit viele gerade im Bau- und Baunebengewerbe Arbeiter aus Polen in Polen fehlen, die in der Rest-EU arbeiten. Und genau darauf haben wir schon immer hingewiesen und wir haben ja auch einen Antrag, Herr Kollege Muchitsch, nämlich die sektorale Schließung des Arbeitsmarktes in Bereichen, wo sehr viele aus anderen EU-Staaten hier bei uns arbeiten und wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Sie könnten dem heute zustimmen und wir könnten versuchen, hier die Arbeitslosigkeit wirklich in der Baubranche auch zu senken. Aber ich weiß, dass Sie das wieder nicht machen werden, weil Sie in Wahrheit manches Mal mit dem Eindruck, gar niemand an wirklich ernsthaften Lösungen interessiert ist, weil man sich immer nur auf einen Standpunkt zurückstellt und sagt, das ist alles EU-rechtlich nicht möglich. Wenn man aber mit den Leuten spricht, hat die ganze EU die gleichen Probleme. Also man müsste die Probleme mal ansprechen. Vielleicht können Sie das mal machen, Frau Minister, auch im Rahmen einer Ministerkonferenz. Nämlich offensichtlich haben wir hier eine Verschiebung und offensichtlich ist diese Reisefreizügigkeit und die Arbeitnehmerfreizügigkeit in eine Art und Weise gekippt, dass es also viele Länder wirklich darunter leiden. Die Polen offensichtlich genauso wie andere Länder. Also hier gehört wirklich einmal angesetzt, weil ich glaube, es kann nicht sein, dass wir so viele Arbeitslose haben und gleichzeitig so viele aus anderen EU-Ländern hier haben. Zum Gesetz selber, ja, das ist ein gutes Gesetz, dem werden wir unsere Zustimmung geben. Das ist auch hat auch meines Erachtens eine Vorbildfunktion für andere Branchen. Beispielsweise wäre das auch eine Möglichkeit für den Tourismus. Ich möchte nur darauf hinweisen, da gab es bereits Initiativen vor über 20 Jahren, damals unter der Staatssekretärin Rossmann, die wollte das nämlich für den Tourismus unter dem Namen Saisonverlängerung in einer ähnlichen Art und Weise durchsetzen, dass eben hier vielleicht doch durchgearbeitet werden kann, dass man hier andere Möglichkeiten sieht. Ich sage es auch ganz offen, das ist damals vor allem an den Sozialpartnern gescheitert, die das absolut abgelehnt haben. Vielleicht kann man aber jetzt das, was in der Baubranche wirklich gut funktioniert, auch mal versuchen anzudenken, auf andere Branchen umzulegen, nämlich im Sinne der Arbeitnehmer auch, dass diese durchbeschäftigt werden und damit eben nicht um bestimmte Vorteile umfallen. In diesem Sinne, wir werden diesem Gesetz unsere Zustimmung geben.